Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei in Deutsch und in Englisch. Heute heißt die Geschichte Gerechtigkeit im Jenseits. Gerechtigkeit ist ja auch immer ein großes Anliegen von Che Guevara gewesen. Von daher fand ich das T-Shirt heute passend zur Geschichte. Gerechtigkeit im Jenseits. Ein Mullah predigte von seiner Kanzel herab: Selig sind die, die in Armut leben. Wer auf Erden nackt herumlaufen muss, weil er sich kein Kleid kaufen kann, wird in der anderen Welt die teuersten Stoffe tragen. Er wandte sich an einen Armen, der in Lumpen gehüllt ihn mit hungrigen Augen anstarrte. Du, mein guter Freund, bist mein Nachbar. Ich sage dir, in der anderen Welt wirst du dich in Stoffe kleiden, die du noch nie gefühlt hast, und wirst Speisen essen, die du noch nie von Ferne gerochen hast. Aber ich sage dies nur unter einer Bedingung. Wenn ich in der anderen Welt zu dir komme und etwas haben will, vergiss nicht, dass ich dein Nachbar war. Und jetzt das Ganze auf Englisch. A story about justice in the beyond. And because justice was a very important topic to Che Guevara, that's why I'm wearing this T-shirt. So the story is called Justice in the Beyond. A mullah preached from his chancel, "Blessed are they who live in poverty. Whoever runs round on earth naked because he cannot buy clothes will wear the most precious fabrics in the next world." He turned to a poor man dressed in rags who was staring at him with hungry eyes. "You, my good friend, are my neighbor. I say to you, in the next world, you will be dressed in fabrics which you have never touched before, and you will eat foods you haven't even smelled from afar. But I say this to you under one condition. When I come to you in that other world and want something from you, please don't forget that I was your neighbor." So wünsche ich euch viel Spaß beim Nachdenken über diese Geschichten. Und wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt oder Gedanken dazu, schreibt sie wieder hier unten in die Kommentare. So if you have any comments to leave, any thoughts about this story that are coming to your mind, so please write it as a comment just here under this video. So, I hope to see you tomorrow again. Ich hoffe, ich sehe euch morgen wieder. Bis dann, euer Mickey and the Merchant and the Parrot bei Nosrat Pezeshkian.